Ich möchte mich in meinem Namen und ebenso im Namen der Lehrerschaft ganz besonders für Ihr zahlreiches Kommen heute Abend bedanken. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Engagement. Doch bevor wir beginnen, darf ich Ihnen unseren neuen Schulbeauftragten vorstellen, der nach triumphalen Erfolgen im Erziehungswesen an der Ostküste zu uns gekommen ist. Brian Hunter. Bevor ich Ihnen die weiteren Teilnehmer dieses Abends vorstelle... Entschuldigen Sie bitte, Mrs. Creswood. Können wir die Formalien überspringen und Sie fragen, was Sie in der Sache unternommen haben? Bitte, wir hatten vor, dass unser Mr. Deaver Ihnen unser neues 24-Stunden-Sorgentelefon vorstellt. Und Augenblick mal. Die am meisten Hilfe brauchen, zum Beispiel wegen Drogenproblemen, die erreichen Sie mit sowas doch gar nicht. Ich kenne mich aus. Ich meine, Kinder wollen doch bloß glücklich werden. Würden Sie sich bitte wieder hinsetzen? Warten Sie. Dieser Radiotyp trägt doch die ganze Verantwortung. Wir dürfen nicht zulassen, dass er jedes Kind beeinflusst, das ein Radio einschalten kann. Hören Sie, ich arbeite mit Jugendgangs hier in der Stadt. Ich bin dafür, wir greifen uns den Kerl. Ja, wir ziehen ihn aus dem Verkehr. Das sind doch alles nur Sprüche, dafür müssen wir ihn erstmal finden. Diese Veranstaltung nicht durch. Bitte beruhigen Sie. Sie kommen zu Wort, ich verspreche es. Und wenn es die ganze Nacht dauert, Sie werden jeder zu Wort kommen. Das ist die mit der Explosion in der Küche. Mein Name ist Paige Woodward und ich habe Ihnen etwas Wichtiges zu sagen. Alle sagen immer, dass Harry uns zu lauter schlimmen Dingen anzittet und einen schlechten Einfluss auf uns hat. Aber die schlimmen und falschen Dinge waren schon vor ihm da. Bitte hinsetzen. Mein Gott, warum wollt ihr ihm nicht zuhören? Er sagt euch nur, dass etwas furchtbar falsch läuft in dieser Schule. Fast die Hälfte der Schüler hier steht schon kurz vor dem Rausschmiss. Und wir haben furchtbare Angst davor zu sein, wie wir wirklich sind. Ich bin nicht vollkommen. Ich habe bloß immer so getan, als ob ich vollkommen wäre. Und innerlich zerfrisst es mich. Hey, du warst meine Musterschülerin. Lass doch das mal. Hör dir nicht zu. Hey, komm sofort wieder her. Ich möchte hören, was du zu sagen hast. Wissen Sie, wer er ist? Wären Sie bereit, alles zu tun, was er verlangt? Hallo, hört ihr mich? Lasst euch nichts vormachen. Ich kann ja nicht das. Seid hart. Hat es Ihre schulischen Leistungen beeinflusst? Seid hart. Sie einer religiösen Sekte an? Wie haben Ihre Eltern das aufgenommen? Stehen Sie unter Drogen? Stehen Sie unter psychiatrischer Aufsicht? Bitte, meine Damen und Herren, versuchen Sie, sich zu beruhigen. Ich zieh Leine, ich muss Hausaufgaben machen. Mark, ich weiß, warum du wirklich nach Hause gehen willst. Willst du diese Sendung wieder anhören, oder?